Es war einfach arschkalt. Aber ich denke, ich werde die Wanderung an der Stelle jetzt abbrechen. Los. Wir haben richtig lange gebraucht, um noch alles zusammenzupacken. Und jetzt geht's auf in die Wildnis auf dem Sörmlandsleden-Fernwanderweg in Schweden. So, ich bin jetzt erst ein paar Kilometer unterwegs, aber es ist schon so richtig urig und so richtig, wie man sich Schweden vorstellt, mit schönen Single Trails, also diesen kleinen Trampelfaden. Und ja, man ist wirklich mitten in der Wildnis und Frino macht das übrigens auch richtig gut. Ich hatte ihm vorher nur einmal den Hunderucksack anprobiert und er hat es da noch ein bisschen komisch gefunden, aber jetzt macht er es so, als hätte er den schon ganz oft getragen. Finde ich richtig süß von ihm. Ja, das Schöne bei den Fernwanderwegen hier in Schweden ist, dass sich so viel Mühe gegeben wird, die richtig schön zu gestalten. Und ja, Frido, schaut mal hier diese Bank mit Blick auf die Ostsee, das ist doch einfach nur ein echter Schwedentraum, finde ich. Um Stockholm rum ist die Ostsee extrem zerklüftet und es gibt so viele Inseln. Und ich habe jetzt hier gerade so einen Aussichtspunkt entdeckt, wo man das so gut sieht und ich finde das so beeindruckend, weil man einfach denkt, das hier wäre ein großer See. Aber es ist halt einfach das Meer. Und seht ihr da diese ganzen kleinen Inselchen? Am Campingplatz, wo ich heute Nacht übernachtet habe, konnte man sogar zu Fuß auf eine so eine Insel drauf, weil es da so eine kleine Hängebrücke gab. Und ja, es ist einfach wunderschön, muss man schon sagen. Ich finde es nur krass, dass jetzt um diese Jahreszeit ich immer noch keinen einzigen Reisenden getroffen habe, nur ein paar Schweden. Ich bin also wirklich überall ziemlich einsam. Obwohl ich mich nicht so fühle. Ja, aber es ist schon irgendwie komisch. So, an der Stelle verlässt dieser schöne Wanderweg leider die Ostsee und es geht weiter ins Inland Richtung einem See, wo wir dann heute Nacht auch unser Nachtlager aufschlagen werden. Aber da ich einen Rundweg laufe, werde ich nochmal die letzten anderthalb Etappen des Rundwanderwegs auch wieder am Meer entlang laufen. Von daher bin ich nicht ganz so traurig, aber es war wirklich jetzt schon so schön und ich bin ja gerade erst losgelaufen. Aber jetzt erstmal weiter geht's. Ich weiß gerade gar nicht, was ich sagen soll. Der Ort ist irgendwie wie im Traum. Das ist ja mal der perfekte Campingplatz. Auf meiner Karte war der gar nicht eingezeichnet. Und ich muss, wahrscheinlich kann ich auch nicht hier bleiben. Also ich könnte hier bleiben, aber ich bin heute erst so wenig Kilometer gelaufen. Aber jetzt komme ich echt gut ins Überlegen, weil das ist ja wirklich so ein einmaliger Platz. Wow, alle meine Erwartungen sind jetzt schon übertroffen, muss ich sagen. Ich hätte nicht gedacht, dass es so, so schön ist.
So, hier ist jetzt Wasser ausgeschildert. Das heißt, ich werde jetzt gleich die Vorräte auffüllen. An den Sheltern gibt es nämlich oft kein Wasser und dann ist es gut für den Abend und den nächsten Tag vorbereitet zu sein. Die Wasserstellen erkennt man an diesen praktischen Schildern. Also hier auf dem Wanderweg ist wirklich an alles gedacht und es ist alles ausgeschildert. Deswegen ist es echt unkompliziert. Und in Fridos Hunderucksack sind auch Wassergefäße drin und die werden wir jetzt einmal voll machen. Komm mit, Frido. Los, weiter. Weiter. Weiter, weiter, weiter. Ja, jetzt weiß ich nicht so richtig, was ich machen soll. Auf der Beschriftung der Quelle steht hier natürliches Quellwasser. Bitte nicht verunreinigen. Aber es sieht wirklich sehr, sehr schmutzig aus. Ihr habt es ja gerade gesehen. Ich werde jetzt mal ein bisschen was abfüllen und es mitnehmen. So als absolute Notfallreserve. Ich habe ja zum Glück noch einen Wasserfilter, aber ich werde auf gar keinen Fall beides voll machen, weil das möchte ich eigentlich nicht nutzen. Und auch nicht für Frido benutzen. So, wieder ganz unverhofft an einer Campstelle angekommen. Und hier sieht es echt krass aus, voll weitläufig, richtig viel Platz. Ich weiß nicht, ob es hier im Sommer voll wird. Aber die Infrastruktur für Wanderer ist echt krass. Wieder mit Feuerstelle, Toilette. Ich zeige euch alles mal. Was ich ein bisschen creepy finde, ist hier diese Hütte. Also ist an sich total super, dass es sowas gibt. Aber schaut mal, wie es von außen aussieht. Komplett drin ist, komplett dunkel, kein Fenster außen. Perfekt, wie viel Mühe hier drin steckt. Hier ist ein Shelter, da sind Wasserstellen, Picknickstellen, Bänke, da hinten sind noch mehr Bänke und der Blick. Oh, das ist schön. Ich freue mich jetzt erstmal eine Pause zu machen, hier anzukommen. Einen schöneren Ort zum Ankommen hätte ich mir auch gar nicht vorstellen können. Ich habe mir überlegt, dass ich jetzt hier drinnen kochen werde. Draußen wird es nämlich schon wieder ganz schön windig und dann klappt das wieder nicht so richtig mit dem Kocher. Außerdem werde ich wahrscheinlich auch hier drinnen schlafen, weil es zum einen recht windig ist, die Stelle hier auch ziemlich wind ausgesetzt ist und es relativ unwahrscheinlich ist, dass heute hier noch jemand ankommt, der hier drinnen übernachten möchte. Und deswegen werde ich die Gelegenheit nutzen und dann hier drinnen einfach das Schlaflager aufbauen. Jetzt gibt es aber erstmal was zu essen für Frido und danach für mich. So, ich habe jetzt nochmal Wasser aus dem See aufgefüllt, weil ich wollte einen Vergleich haben von der Farbe her zwischen dem Wasser, was ich vorhin aufgefüllt habe aus der Quelle und dem, was hier im See gibt. Aber ihr seht schon, ist auch eher so ein bisschen gelb. Dann werde ich mich wohl einfach damit abfinden müssen. Und ich habe ja zum Glück einen Filter und jetzt weiß ich Bescheid. Ja, irgendwie ist es trotzdem kein geiles Gefühl, so ein Wasser zu trinken, oder? Also selbst wenn es durch einen Filter geht, weiß man jetzt nicht so, wie gut das dann alles ist am Ende, aber okay. Hey
is a life I lead in this city. So, wer sich fragt, was das gerade war, was ich Frido dazu bereitet habe, er bekommt von uns jetzt nicht das normale Futter, sondern er bekommt von mir luftgetrocknetes Barf. Das kann man fertig kaufen. Das ist ein kleines Startup aus Deutschland. Und das ist super gut für Wanderungen geeignet, weil das an Masse zunimmt, wenn man das eben mit Wasser anmischt. Und es dadurch, dass es so zusammenschrumpft durch die Trocknung, es eben sehr leicht und sehr klein zu verstauen ist. Das heißt, das, was ich jetzt in dem kleinen Beutel hatte, das reicht für ihn für 10 Tage, also deutlich länger, als wir unterwegs sein werden. Und ja, ist super leicht, super wenig, ist einfach perfekt fürs Wandern oder für solche Outdoor-Abenteuer. When I return from the afterglow, will you carry me like I am? So, ich habe mich doch fürs Zelt entschieden. Im Shelter war es einfach durch den Wind viel zu kalt. Und ja, das hätte ich heute Nacht wahrscheinlich nicht so geil gefunden. Außerdem brauchte ich gerade meinen Platz, wo ich mich ein bisschen aufwärmen kann. Und jetzt wird es gleich schon einen Sonnenuntergang geben. Ja, das ging schnell, der erste Tag auf Wanderung. Auch wenn ich auf der Wanderung noch nichts davon gemerkt habe, aber der Sommer steht vor der Tür und deswegen möchte ich heute die Gelegenheit nutzen, euch schon mal auf die Sommerkleider von Armed Angels hinzuweisen. Ihr wisst ja, dass wir so große Fans der Marke sind. Die Jeans und Hosen und Jacken von Armed Angels haben uns ja durch den ganzen Winter gebracht und ich freue mich so darauf, jetzt endlich wieder luftigere Kleidung tragen zu können. Ich trage den Salanya Painted Bloom Rock von Armed Angels mit einem weißen Shirt von Armed Angels und ich finde diese Kombi so super cool, weil die so ein Allrounder ist, finde ich. Ich kann das hier in Schweden so anziehen, aber auch für etwas bessere Anlässe und ich muss wirklich sagen, ich finde es so bemerkenswert, wie angenehm sich die beiden Teile tragen. Insbesondere der Rock hat so einen ganz, ganz weichen und bequemen Stoff. Ich denke, ihr wisst es zwar bereits, aber ich möchte es trotzdem nochmal sagen. Armed Angels ist eine Firma, die auf Nachhaltigkeit und eine faire Produktion achtet. Und wir finden das so super und deswegen sind wir auch so froh über die Zusammenarbeit. Und wir haben auch wieder einen Code für euch. Mit Autonomaden15 könnt ihr noch eine Woche lang 15% auf euren Einkaufskorb sparen. Schaut einfach mal im Shop vorbei. Ich glaube, da ist auch etwas für euch dabei. Ach, ihr Lieben, wir verkriechen uns jetzt ins Zelt und dann sehen wir uns morgen in aller Frische wieder. Guten Morgen, ihr Lieben. Das war leider gar keine erholsame Nacht. Es war einfach arschkalt und ihr seht schon, Frido hat meine Jacke an. Der ist nämlich heute Nacht die ganze Zeit im Zelt rumgetrippelt, weil es ihm zu kalt war und da habe ich ihm dann meine Jacke angezogen. Da konnte er gut schlafen. Aber mir war es leider auch richtig kalt und das, obwohl mein Schlafsack eigentlich bis minus 7 Grad gut warm halten soll und ich auch schon deutlich kältere Temperaturen hatte. Aber vielleicht liegt es daran, dass wenn man zu zweit im Zelt ist, dann doch irgendwie nochmal mehr Wärme gespeichert wird. Oder auch vielleicht am Wind, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall soll es die nächsten Tage noch kälter werden und ich bin mir nicht sicher, ja, wie es dann am besten weitergeht, weil es war schon echt an der Grenze von der Kälte her, leider. Es war echt doof. Take it back to the 50s, maybe I'm
Was ich euch noch gar nicht erzählt habe, anscheinend ist meine Isomatte kaputt. Die war nämlich richtig gut aufgepumpt. Man sieht, das ist jetzt nicht mehr der Fall. Und ich habe heute Nacht sogar nochmal nachgepumpt. Nur, es ist echt schwer herauszufinden, wo denn jetzt genau das Loch ist. Kaka. Did you love to tell me what to do? Say no, I'm not like you, I don't think that you get it. So, ich habe alles zusammengepackt und habe auch nochmal bei der Isomatte die ins Wasser gelegt, um zu testen, ob ich irgendwo ein Loch sehe. Ich sehe da aber kein Loch. Es hat nirgendwo geblubbert oder so. Das ist echt ärgerlich, weil ich hätte sogar was, so ein Flicken dabei gehabt. Aber ja, wenn ich nicht rausfinden kann, wo das Loch ist, wird es schwierig. Und ich habe mir jetzt zum Frühstück erstmal nur so einen Riegel genommen. Ich werde nachher nochmal, wenn die Sonne so richtig da ist, schön kochen. Aber das ist einfach wie so ein Backstein. Es ist richtig kalt, da ist es so kalt, ist so richtig fest. Das ist nicht so der echte Riegelgenuss gerade. So, alles gepackt. Jetzt kann es losgehen. Es ist gerade mal 9 Uhr morgens, aber ich war heute früh schon echt super früh wach, einfach weil es so arschkalt war. Ja, es ist echt ein bisschen ärgerlich, dass noch dazu die Isomatte kaputt ist. Und der Wetterbericht sagt leider, dass es ab morgen, übermorgen auch nachts noch kälter, also noch weit in die Minusgrade rein kalt werden soll. Und ehrlich gesagt kann ich jetzt noch nicht sagen, dass wir dann weiter wandern, wenn es so kalt wird, weil uns beiden ja heute schon kalt war und ich auch nichts riskieren möchte, was das betrifft. Dann breche ich lieber ab und gehe die Wanderung woanders nochmal. Aber schauen wir erstmal, wie sich heute die Nacht so entwickelt und heute der Tag, und dann können wir sicherlich schon mehr sagen. See, an dem ich gestern Abend angekommen bin, der heißt Nafsjön, und das Besondere hier an dem See ist, dass es einen Rundweg um den kompletten See herum gibt und, ach, hier ist es echt matschig, und dass es überall an diesem See kleine Camps gibt, also Bänke mit Feuerstellen, und das ist, glaube ich, nicht nur für Fernwanderer richtig toll, sondern auch für alle, die einfach mal so nach Schweden kommen. Ist das, denke ich, ein absolutes, ja, also kann ich nur empfehlen. Kommt hier auf jeden Fall mal hin und campt hier eine Nacht an dem See. Was ist denn los? Feeling in my bones, I can feel it in my veins. Hands in the sky, I can feel the winds of change. You live and you learn. Wow. Man möchte am liebsten an jedem dieser Picknickorte bleiben. And I hope I've seen enough to make something right. Ich hab gerade einfach Stimmen gehört, und weil ich ja nicht mehr so gute Augen in der Ferne habe, habe ich einfach mal die Kamera drauf gehalten und rangezoomt. Und da kommen tatsächlich andere Wanderer. Na, da begegne ich auch mal Menschen hier. Sehr schön. Wir sind jetzt wieder in Östergötland. Ich weiß leider nicht, wie man es ausspricht, aber so ungefähr wird es schon sein. Und ja, wir sind jetzt schon auf der anderen Seite vom See angekommen, das heißt bald auf der Seite mit Windschatten. Frido hat gerade noch von einem Angler hier richtig viele Cuddles bekommen. Das war total witzig, weil er sah genau aus wie unser Nachbar. Ja, musste ich gerade ein bisschen schmunzeln. Ja, sehr nette Menschen auf jeden Fall, die man hier so trifft.
So, das war eine schöne kurze Pause, aber jetzt geht's weiter. Hier ist es nämlich ziemlich schattig und deswegen gar nicht mal so warm. Vielleicht finden wir noch mal einen besseren Platz. Laufen wir durch ein Feuchtgebiet und zwar über drei solche Planken, die echt ganz gut sich durchbiegen, wenn man drauf tritt. Das ist ja zum Beispiel gar nicht so friedvoll, der hat da echt ein bisschen Angst. Aber schaut euch das mal an. Ich habe es ja schon so oft gesagt, aber ich könnte es noch ein paar Mal mehr sagen. Es ist einfach unfassbar. So eine beeindruckende Landschaft. Wow. Caught behind Venetian blinds, had to reach for the city lights. This ain't where I belong. Hey, look at me, mama, what I become. I've been running east, looking for something, digging deep since 99. What I thought was gone was sitting in my pocket in plain sight all along. I think it's time for me to go burn all bridges, all I know. Zeit weiterzugehen. Das war ein richtig schöner Platz und zwar auch eine richtig schöne und angenehme, sehr erholsame Pause in der Sonne. Jetzt geht's aber noch weiter. Ich habe noch einige Kilometer vor mir. Der Weg ist aber echt irgendwie anders geworden. Ein bisschen breiter, würde ich meinen. Und mir sind auch schon so einige Leute begegnet. Eigentlich hauptsächlich Angler. Also anscheinend ist das hier ein beliebter Angelsee. Oh, jetzt geht's auf einen Ausblick hoch. Im Samland. Wir haben dementsprechend jetzt ja zwei Drittel der Seeumrundung hinter uns, weil das mittlere Drittel lag eben in einem anderen Bezirk. Und jetzt geht es auch schon wieder rein in den Wald und raus aus dieser Moorlandschaft, die ich zugegebenermaßen aber echt richtig schön finde mit diesen Planken und so. Und schaut euch das mal an, das ist schon wieder ein absoluter Schwedentraum. Wow, wunderschön. Immer noch am gleichen See, dem Nafsjön. Ja, und es ist noch gar nicht so spät. Jetzt kann ich mir erstmal überlegen, was ich mit meinem Tag heute noch so anfange. Das gefällt mir sehr gut. Hier brennt sogar noch ein kleines Feuer. Ja, hier sind sehr viele Angler. Und die machen dann immer direkt ein Lagerfeuer. Ich weiß nicht, ob das so ein Angler-Ding ist oder so ein Schweden-Ding ist, dass man immer ein Lagerfeuer braucht. Aber ich finde es ganz, ganz gut. Es fängt an, wieder windig zu werden. Das heißt, diesmal werde ich zuallererst das Zelt aufbauen, bevor das dann wieder so ein kleiner Kampf wird. Und dann habe ich auch den warmen Rückzugsort, den ich gestern Nachmittag nämlich nicht hatte. Und das war echt nervig. Boah, das ist ja alles immer Essen, was ich zu Hause niemals mir kaufen würde oder essen würde. Und ich fand es auch richtig krass, als ich in Deutschland eingekauft habe für die Wanderung. Mir war es so peinlich, meine ganzen Sachen auf das Kassenband zu legen, weil es alles nur so Junkfood-Sachen sind. Aber die sind halt nun mal leicht und machen satt. Und solche Wanderungen einfach perfekt. Aber gesund ist es nicht. Naja.
So, dann schauen wir mal, wie lange diesmal die Luft in meiner Isomatte bleibt. Weil die hat definitiv ein Loch. Und ich konnte es heute nicht finden. Ich glaube, es wird eine ungemütliche Nacht. Aber ich habe da noch eine Strategie, dass es wenigstens etwas wärmer bleibt. Ich werde die Wasserbeutel, die bei Frido in seinem Hunderucksack drin sind, mit warmem Wasser auffüllen und in meinen Schlafsack legen. Vielleicht bringt es ja was. Ich habe heute Nacht ein bisschen besser geschlafen. Ich habe das halt anders gemacht, dass Frido mein Vlies bekommen hat und ich dafür meine Daunenjacke anziehen konnte. Und außerdem habe ich mir vor dem Schlafengehen nochmal eine warme Flasche Wasser quasi in den Schlafsack gelegt. Und das hat echt was gebracht. Leider ist meine Isomatte aber trotzdem ja, direkt wieder platt gegangen heute Nacht. Deswegen habe ich quasi auf dem Boden geschlafen, der schon auch etwas kalt war. Und gerade heute Morgen hat man dann schon gemerkt, dass es echt frisch war. Ich glaube, es waren wieder minus 1 Grad. Jetzt aber die Sonne draußen und da wärmt sich im Schlaf, im Zelt ja immer relativ schnell auf. Und ja, ich glaube, draußen sind es gerade nur 3 Grad, aber hier drin ist es wirklich angenehm. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side, our fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. So, ich habe jetzt den ganzen Morgen hin und her überlegt, aber ich denke, ich werde die Wanderung an der Stelle jetzt abbrechen, sodass ich jetzt nicht den geplanten Weg weitergehen werde, sondern zum Ausgangspunkt, also zu unserem Auto, zurücklaufen werde. Und zwar einfach aus der Tatsache, dass es heute Nacht noch kälter werden soll. Und ich habe zwar heute Nacht ganz gut geschlafen mit der Wärmflasche und der Daunenjacke, aber ich weiß nicht, wie gut das ist, wenn es dann noch kälter wird für mich und aber auch für Frido. Ich denke, dass es Frido gegenüber auch nicht fair ist, weil er ist gerade erst gesund geworden. Er ist halt noch sehr dünn und hat einfach nicht so viele Energiereserven, um sich warm zu halten. Und ja, ich möchte da einfach kein Risiko eingehen und ich kann die Wanderung ja immer noch mal später fortsetzen im Sommer. Es war einfach nicht abzusehen, dass es jetzt nochmal so kalt werden würde, bis zu minus 4 Grad. Eigentlich waren die Temperaturen, als ich losgegangen bin, durchweg im positiven Bereich angesagt. Und ja, ich denke, es muss einfach nicht sein. Ich bin natürlich trotzdem total traurig, dass ich das jetzt nur 3 Tage letztendlich durchziehen konnte, anstelle von den geplanten 7. Aber es ist ja trotzdem dann fast die Hälfte. Und ja, ich werde mir jetzt noch ein paar Tage dann mehr gönnen als Roadtrip wahrscheinlich, damit ich das trotzdem auskoste, hier ja, in Schweden zu sein. Und es ist ja halt auch super schön und es ist auch tagsüber wunderschön. Nur nachts wird es halt extrem kalt und da hat man den Vorteil im Auto, dass man da einfach mehr Decken hat und das Auto doch irgendwie nochmal mehr isoliert, dass es da drinnen einfach nicht so kalt wird. Ja, so, das dazu. Ich werde zusammenpacken und dann geht es zurück zum Auto, leider. Mich würde noch interessieren, ob ihr euch genauso entschieden hättet oder ja, was eure Alternative, wenn ihr euch nicht genauso entschieden hättet, gewesen wäre. Schreibt es doch gerne mal in die Kommentare. Das würde mich wirklich sehr interessieren. Und ja, vielleicht hilft es mir auch für weitere solche Entscheidungen in der Zukunft. Ich wollte euch ja gerne nochmal zeigen, was ich alles dabei habe für meinen Solo-Trip. Eigentlich ja für 7 Tage, weil das betrifft nur das Essen, alles andere ist so oder so das Gleiche. Und natürlich habe ich auch ein paar Sachen für Frido dabei. Ich habe die jetzt eh alle gerade zusammengepackt, deswegen habe ich die jetzt alle mal auf den Tisch gelegt und wir gucken uns die mal kurz an. Also ganz wichtig natürlich ein Kocher mit Gaskartusche. Das hier ist ein Kocher, der auch bei Sturm kochen kann, allerdings muss man ihn einmal anbekommen. Und eine Ersatzgaskartusche und einen Becher, Schüssel, alles in allem. Das ist mein Essen.
ist auch noch ein bisschen was übrig, wie ihr seht. Klopapier, Isomatte, Klamotten, ziemlich leicht, weil ich fast alles davon anhab. Das sind Regensachen, Hose und Jacke. Mein Wasserfilter mit der Wasserblase, das sind 2 Liter. Ist, finde ich, sehr praktisch, weil man zum einen direkt damit trinken kann, ohne dass man vorher filtern muss. Und es ist natürlich auch viel leichter als eine Wasserflasche. Besteck, Feuerzeuge, Zahnputzzeug und naja, so ein bisschen Erste-Hilfe-Medikamente. Mein Zelt, das ist da jetzt noch nicht drin, das steht ja noch. Schlafsack, Elektrik und das hier ist Fridos Zeug. Das ist einmal sein Hunderucksack von Roughwear und da gehören diese Waterbladder dazu, die kommen in die Seiten rein. Die habe ich jetzt meistens nicht befüllt, sondern wir sind ja am See, erst abends dann. Und das habe ich mir heute Nacht mit in den Schlafsack gelegt. Eine Leine. Ja. Diese Etappe, die ich heute laufe, die ist eine Unteretappe, also eine Alternative zum Hauptweg. Und hier ist auf jeden Fall alles ein bisschen wilder. Ich quetsche mich schon die ganze Zeit zwischen Gestrüpp durch. Der Weg ist kaum zu sehen. Und ich muss mich immer wieder vergewissern, dass ich überhaupt noch auf dem richtigen Weg bin. Weil so richtig erkennen tut man hier keinen Weg. Aber es ist mal eine nette Abwechslung zu den Wald wegen der letzten Tage. How come the stars come to shine when it's dark? Der Abschnitt ist gerade noch mal richtig schön. Wow, das Licht fällt auch gerade so toll durch die Bäume. Sieht ein bisschen aus wie ein Märchen. From so far away, show us where we are. What makes the sun go to sleep every night and what's it dreaming of? Wow, was ist das denn für ein schöner Platz? Das ist nochmal ein richtig schöner Abschluss meiner Wanderung. Und ich denke, hier werde ich eine Mittagspause einlegen. I wonder. Jetzt sind es tatsächlich nur noch wenige Minuten, denke ich. Dann bin ich wieder am Ausgangspunkt, weil das hier ist nämlich schon der Ort, wo ich gestartet bin, auch wenn er ziemlich lang gezogen ist. Ich bin echt ein bisschen traurig, muss ich sagen. Aber ja, ich denke, es war die richtige Entscheidung. Es wäre sonst vielleicht gefährlich geworden für mich oder auch für Frido. Und ich werde die Wanderung auf jeden Fall irgendwann anders nochmal fortsetzen. Aber jetzt, wo es so kalt ist, auf jeden Fall. How come the sky sometimes hides behind the clouds? Maybe it's just like me, a little bit scared of heights. Why does the rain always keep on pouring down when it's gray outside? It really makes me wonder.